Das Schlimme ist, man weiß natürlich auch nie, was einen hinter der nächsten Ecke hier erwartet. Da ist es auch immer schwer, die richtige Waffe im Anschlag zu haben. Da haben wir nochmal eine Headcrab. Mach dich fittig, du. Können wir hier was machen? Nein? Ist fest. Ich bleib jetzt mal bei der. Ist natürlich blöd, wenn jetzt gleich das Militär kommt. Dann haben wir natürlich mit der Spielzeugpistole nicht so viele Chancen. Können wir hier irgendwas machen? Außer, dass der Strom brummt. So, alles zu. Ich stelle fest, wir können nur noch nach dort hin. Einmal Quicksave und los geht's. Hoffentlich keine Headcrab. Ich bin jetzt auf Schwereres eingestellt. Huhuhu. Betondecke, gut. Dann können die Viecher nicht aus der Deckenvertäfelung mal eben kurz wieder auf uns plumpsen. Aha. Kakerlaken. Ah. Ja, das hat sich nicht gut angehört. Da ist wohl ein Wissenschaftler vom Militär erschossen worden. Ja, und ich betone das hier so lustig. Gut, lustig ist es nicht. Aber irgendwie schon. Ist ja nur ein Spiel. Oder ist es vielleicht gar nicht nur ein Spiel? Wir wissen es nicht. Okay, das heißt, wir gehen jetzt den Weg, den der Wissenschaftler vielleicht auch genommen hat und dabei gestorben ist. Jiha! Also bereiten wir uns auf Militär vor. Hui, ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Können wir den Penner irgendwie erwischen, der den Wissenschaftler getötet hat? Nichts zu sehen. Da ist der Wissenschaftler. Den hat er gekillt. Aber ich denke mal, wir werden ihn rächen. Das werden wir gleich. So, von der Muni her sind wir voll. Zu. Dann wollen wir mal ein paar Soldaten jagen gehen. Huhu. Oh, hi. Well, so much for the government. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Ja, dachte ich mir. Judging by your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? Now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the Lambda team. You can trust them. You can trust all of us. Okay. Ja, also wie gesagt, wir sollen hier alle sterben. Das Militär soll alles auslöschen, was hier mit diesem Projekt zu tun hatte. Fat lot of good that PhD does me now, hm? Und ja, schön. So wie es aussieht, haben wir jetzt... soll das die Schrotflinte sein? Das könnte sein, ja, das könnte sein, dass das jetzt die Schrotflinte ist. Wo haben wir sie denn? Okay, das heißt da und da. Gut, ich bleib aber trotzdem erstmal... Are you sure this is the right way? Nein, bin ich mir nicht, aber... schauen wir mal eben. Kameras, haben wir da irgendwelche wichtigen Infos? Was uns bei den Soldaten helfen kann? Nein, sehe ich jetzt nicht. Können wir irgendwie die Atombombe starten von hier aus? Nein. Ja. Und zur Raketenabschussbasis gehen wir auch noch. Jetzt muss ich mal gucken.
Okay, das hat er uns offen gemacht. Jetzt... Ach, zurück können wir nicht mehr. Gut, dann hoffe ich mal, dass die Tür da hinten verschlossen war. Quickly, you'll be able to find shelter from the military in the rocket test labs. Okay. Wir gehen zum Raketentestlabor. Oder zur Teststation. Da gehen wir gleich durch. Nochmal kurz gucken. Können wir noch was einkaufen? Eine Cola gefällig. Nö, hier scheint alles soweit. Hier ist nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen... Ist das nicht hier? Ja, sicher. Genau, klar. Da sind wir nämlich schon mal hergekommen. Hier durch. Und dann daher. Und diese Scheibe, die haben wir nämlich, glaube ich, eingeschlagen. Und das war zu. Genau. Und meine ich das nur? War hier leer oder ist da ein Wissenschaftler auch weggezogen worden? Man weiß es nicht. Wir tanken uns jetzt erstmal auf. Erstmal Energie für unseren Schutzanzug. Das ist ja wohl lächerlich. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja, das hätten sie auch sparen können. Also ich weiß, wie viel ist denn jetzt an Energie dazugekommen? 1-2% mehr noch nicht. Mal eben kurz gucken. So, Silo D. Sind wir. Okay. Wir verkloppen mal eben wieder diese Kisten. Die können sich ja wenigstens nicht wehren. Okay. Dann gucken wir mal. Waha. Das sieht ja auch gut aus. Kann man nichts machen. Hot. Hot. Hier ist alles hot. Und die Daten werden mal wieder geladen. Ja. Also auch wenn man Half-Life 1 damals gespielt hat, ja, so ist das, erstmal ist es bei mir auch einige Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Und das sieht hier alles so anders aus und natürlich viel besser, ganz klar. Aber das ist dann ein völliges Neuorientieren hier und dann, oh, Explosionskrater. Und vor allen Dingen, vieles ist auch einfach ganz anders gemacht. Als wie in Half-Life 1. Ja, und das ist im Prinzip eigentlich fast, wie gesagt, Blindspielen hier für mich jetzt auch. Ein paar Sachen kommen einem natürlich bekannt vor, aber die meisten dann nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So. Du musst auch noch kaputt gehen. Das Spiel meint, dass wir sehr körperfüllig sind, also brauchen wir Platz. Und diese Kakerlaken. Überall. Was? Boah, ich will es noch nicht wissen, was das war. Ja, diese Kakerlaken. Entweder so in klein oder in etwas größer mit Maschinengewehr bewaffnet. Kakerlaken über Kakerlaken. Okay, da ist eine Leiter. Oh, da gehen wir noch nicht hin. Erstmal hier gucken. So. Nix. Und die Leiter. Ich wusste, dass er nicht die Leiter nimmt. So, ich weiß nicht, wann wir letztes Mal Quicksave gemacht haben. Also mache ich es mal eben. Ja, das da ist natürlich jetzt wieder freies Gelände. Oh Gott, wir werden alle sterben. Halt! Nein! Ey, wie schießt der denn? Ach komm, nehmen wir die mal. Wofür haben wir sie? Chemical Detected. Ja, das kann ich, glaube ich, sogar auch noch soeben selbst erkennen.
Ich schalte mal lieber hier rum. Da weiß man gar nicht, wo man zuerst gucken soll. Was? Firewater? Zum Löschen? Für Feuer? Was ist das denn? Hat hier einer Durchfall? Klappt's nicht so mit der Verdauung oder was ist los? Halt! Explosiv! Uah. Alter Schwede, gut, dass ich das noch im letzten Augenblick erkannt habe und dann aufgehört habe zu schießen. Explosiv, ja super, das wäre lustig geworden. Den Typen hätten wir zwar vernichtet, aber uns wahrscheinlich mit, weil wir so nah dran standen. Ach, sieh mal da. Hier hätten wir jetzt sonst auch nochmal unser Brecheisen gefunden. Gut, wir haben alles. Bevor ich hier... Security Door. Na egal. Nee, ich will erstmal da so runter. Junge, jetzt nimm die Leiter. Ui, Fahrstuhl. So, komm. Hat sich wie immer gelohnt. Okay, können wir nicht benutzen. Ach, sieh mal da. Ach, egal. Hier ist soweit auch nichts. Schauen wir mal hier nach. Nö. Aber sieht natürlich immer toll aus hier. Halt! Was haben wir denn hier? Shit, man weiß nicht, wo man zuerst gucken soll hier. Ich speichere erstmal. Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Huh, ich wollte gar nicht so oft Scheiße sagen hier im Let's Play. Scheiße! Alter Schwede, hätten wir da jetzt die Kiste nicht zerstören dürfen oder wie oder was? Oder können wir da gar nicht hin? Also das ist klar, da können wir nicht so reinspringen. Das heißt, man muss sich hinterher ducken. Ja! So, ja, warum nicht gleich? Wie gesagt, man muss sich hinterher ducken. Ah, ich will jetzt hier nicht komplett durchlaufen und anschließend wieder zurück, weil wir da hinten noch was nicht gesehen haben. Aber irgendwie... fürchte ich langsam, dass wir hier nämlich her müssen. Ja, ist natürlich dumm gelaufen. Also, komplette Attacke nochmal zurück. Oh Gott, da müssen wir hinterher auch nochmal reinspringen. Egal. Sicher, sicher. Leiter runter. Danke. Ich sagte die Leiter runter. Hallo. Das lässt sich wahrscheinlich nicht bewegen. Schade. Einbrechen? Nein, lässt sich nicht öffnen. Okay. Da haben wir es gemacht. Dann... wie war das jetzt hier, wenn wir da jetzt drücken? Aha. Gut. Also gehen wir doch hierher.
Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, das ist, das muss ich sagen, ist immer ein bisschen blöd. Das ist immer sehr verzwickt. Hätten wir jetzt den Schacht da hinten weitergehen sollen oder nicht? Weil jetzt kommen wir definitiv woanders raus. Scheiße. Oh. Was machen wir denn jetzt? Nee, sorry. Ich lade. ist jetzt blöd, aber gut, andererseits ist das auch schnell gemacht. Wir gehen jetzt da hinten her. Und springen. Ja. Klappt super. Ich hätte wohl besser abspeichern sollen, wo wir es geschafft haben, reinzuspringen. So, das haben wir geschafft. Und jetzt hoffe ich, dass das hier wirklich was bringt. Okay, da brauche ich nichts kaputt hauen. Granaten haben wir immer noch. Na super. Jetzt sind wir nämlich direkt daneben. Wir haben schon mal auf jeden Fall, glaube ich, Energie für unseren Anzug bekommen. Und wir können hier auch noch runter. Ach, das wird ein Alternativweg sein. Jetzt gehen wir hier nämlich zu Fuß her. Ja, dann war das ja auch gar nicht so schlimm gewesen, dass wir da nochmal reingegangen sind. Wie gesagt, ich glaube, wir haben etwas Energie bekommen. Und siehe da. Also, es war ein Vorteil. Genau, das war Munition für unsere Schrotflinte. Genial. Ups. Also, das war schon mal gut gewesen. Einmal speichern. Gut, dass wir hierher gegangen sind.